Radposer kommt jetzt, meine Freunde, und herzlich willkommen zur siebten Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch die Süßkraussorte, den Roggen, vorstellen. Also der Roggen wurde vor ca. 2500 Jahren im Kaukasus entdeckt, beziehungsweise hat seinen Ursprung dort und galt damals als Beikraut zum Emmer und zum Weizen. Und durch den Transport von diesen beiden Süßgrassorten ist der Roggen auch zu uns gekommen und wird heute in Mittel- und Osteuropa kultiviert, sowie im asiatischen Teil von Russland. Allerdings macht der Roggen nur ca. 1% des Weltgetreideanbaus aus, was recht schade ist, weil die Winterkornart sehr winterbeständig ist. Das heißt, er hat ein geringes Wärmebedürfnis und übersteht auch Kälte von minus 25 Grad, was sehr eindrucksvoll ist. Außerdem hat der Roggen ein recht solides und tiefes Wurzelwerk und findet auch dadurch, dass andere Beikräuter in seiner Nähe mit gedeihen. Und sonst ist auch der Roggen recht resistent gegen viele Pilzbefälle und andere Schädlinge. Allerdings muss man sagen, dass er auch anfällig gegen Schneeschimmel ist. Also das heißt, wenn eine Schneedecke auf den Roggen drauf liegt, dann kann er anfangen zu schimmeln. Und wenn er nicht genügend bestäubt wird, kann er auch von Pilzen befallen werden, zum Beispiel den Mutterfallpilz. Und da ist es halt so, dass dann sich in der Ära die entsprechenden Sporen ansiedeln anstatt die Samen vom Roggen und dann verbreitet er sich dadurch. Und das Problem ist halt, dass diese Pilzart giftige Alkaloide für den Menschen hat und deswegen dann auch nicht mehr verzehrfähig ist. Zu den Inhaltsstoffen: der Roggen hat mehr Folsäure, Magnesium und Kalium als das Weizen, sowie auch verträglichere Gluten. Und ein weiterer Bestandteil ist, dass Roggen einen höheren Pitosan-Anteil hat. Beim Weizen ist es so, dass die Pitosanen überwiegend am Rand des Korns sind und im Roggen sind sie halt im Korn verteilt und es sind wasserlösliche Ballaststoffe, die dazu beitragen, dass mehr Wasser aufgenommen wird. Deswegen, wenn man Roggen für einen Teig verwendet, dann quillt es halt dementsprechend auf. In diesem Sinne ein recht kurzes Back to the Roots. Zum Roggen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe ihn ausprobiert und ich möchte euch einfach nicht vorenthalten. Gehört auch zu den Süßgräsern. Und wie in diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren, dein eigener Landwirt zu sein. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.